Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich bin wunderschön. Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Cloud mehr oder weniger vorbereitet, Don Corneos Villa zu betreten und ja, um Tifa zu retten. Und ja, da war eine sehr merkwürdige Szene und wir waren alle sehr verwirrt, aber wir sind jetzt hier gut gekleidet, um als Frau durchzugehen, und ja, dann gehen wir mal da rein, ne? Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, Ausrüstung nehmen, nicht, weil sie hat einen neuen Stab. Was muss ich da machen mit ihrem Stab? Sie hat ja noch die andere Fähigkeit hier, doch, hat sie schon. Nee. Welche, warte mal, welcher davon war jetzt der neue, der hier, ne? Natürlich, das zeitweise Magie wirkt, ja, das ist doch. Habe ich nicht noch einen Stab irgendwann bekommen? Keine Ahnung. Oder ist der das schon? Okay, bei Fertigkeit oder Magie einen zusätzlichen Schlag auslösen. Okay. Also nicht. Wir schon herausfinden. So, wir gehen jetzt da rein und knöpfen uns Don Corneo vor und gucken mal, ob wir tiefer gerettet bekommen in diesem Outfit. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ich weiß, ich bin sehr paranoid, aber wir haben alles erledigt. Ne? Nicht, dass wir jetzt sowieso noch was machen können, ne? Aber was soll's. Hi, ihr Süßen. Wie geht's denn so? Doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Der hat uns sofort durchschaut, ne? Das ist... Wir haben Schnürchen geklappt. Sehr gut. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Musik habe ich gewartet. Don Corneos Thema. Kapiert, Mädels? Draufgehen, dann durch bis zum letzten Zimmer. Auf dieses Lied habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ey. Da macht ja eigentlich Sinn, dass er erst hier in der Villa auftaucht. Ganz genauso an wie das Original. Finde ich cool. So, man hat uns ja gesagt, irgendwie, die Waffen werden ja mit eingeschleust von irgendjemandem, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Glaubt mir, die Sachen hier könnt ihr euch nicht leisten. Okay. Müssen wir wohl erst hier ein bisschen weitermachen, ne? Die Herren. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne. Wir haben euch bereits erwartet. So, wo muss man hinten? Dann würde ich erstmal alles andere durchsuchen, ja? Hey, nicht anfassen. Nochmal. Dieser Part dürfte eigentlich nicht so lange dauern. Empfehlung von Anjan. Der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle. Oh, da müssen wir sogar hinten rein. Der ist Don Corneos Zimmer, das weiß ich. Mal schön brav ins Zimmer und wartet. Aha. Ach ja, stimmt, wir müssen erst zu tiefer, ne? Genau, hier in den Keller war das, glaube ich, ne? Ja. Wir müssen hier in diesen abgekaperten Ding warten. Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von. Schlafgas. Schnell raus hier. Oh nein. Cloud. Ja, bringt ihr uns hinten?
Vorsicht, pass auf, dass du nicht hinkommst. Etwas sagt er bitte. Hä? Bin ich doch mal. Die zwei sind Cameos-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleisch aus uns. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Ja. Tifa? Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Was das Kleid angeht. Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo. Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud? Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Aha. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Na gut. Was passiert jetzt? Damit ist Tifa wieder in unserer Gruppe. Schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Bäh. Alles klar, Tifa ist mit hochgelevelt, finde ich gut. Aber wir müssen ja mal hier Materie wieder reinpacken. Gute Frage, ne? Hat sie eine neue Waffe irgendwann mal bekommen? Nee, ne? Sie muss noch hier Rückwärtssalto lernen, Gegner schocken, kein Problem. Ja gut, behandeln. Ups, wollte ich nicht. Schocker kann auch gelevelt werden, ja. So, irgendein Bonus am besten. Hier ist mit Glücksboost. Ich weiß, wie in vielen anderen Final Fantasy Spielen leider nicht so genau, was Glück immer macht. Das ist immer sehr vage in jedem Spiel, aber ja. Glückboost, machen wir mal. So, wiederbeleben. Ja. So, Frost. Ich glaube, ich werde die mal so ein bisschen verteilen hier, die Magie. Ja, du hast Gewitter und Glut. Ja, da passt. Du hast Heilen, Glut, Barriere, Frost und Luft. Das Tifa könnte noch einmal... Du hast Frost, ne? Das heißt... Du hast zweimal... Du hast Feuer und Frost... Dann nimm du mal, was habe ich gesagt, Gewitter einmal, ne? Nimm mal das von Barrett. Und irgendwas anderes noch, irgendwas Cooles. Keine Ahnung, Barriere. Barriere hat auch Dings, ne? Nein, war. Also nicht. Keine Ahnung. Hier. Stumm, Tobsucht. Ja, weiß, wann das irgendwann mal nützlich sein wird. Also ja. Genau, beschwören können wir ja auch noch. Shiva und
Schokobo und Mogri oder Schokomoppel. Die haben wir beide noch nicht gesehen, deswegen. Das gibt Stärke, das gibt alles andere. Nehmen wir das hier. Alles klar. Haben wir dich schon mal den Schokomoppel gegeben, ne? So, dann noch die Waffen kurz. Und dann können wir weitermachen. Magische Attacke. Magische Attacke, Statusresistenz. Oder sind gar nicht so gute Sachen. Keine Ahnung. Schnelligkeit hier. Ich weiß nicht genau, was Schnelligkeit macht hier. Aber wir haben es jetzt. Magische Attacke, Statusresistenz. Das wäre auch nicht schlecht. So, die auf den eigenen Charakter gelegt werden. Ja. Gut. Machen wir die auch direkt. Wenn wir schon dabei sind, ne? Ich dachte erst, ob wir eine Faust hier, dieses eine Ding. Längere Buff, längere Buffs, längere Buffs. So, physische Attacke habe ich gelesen. Sobald man die Fähigkeiten ja gelernt hat, ist es ja sowieso egal, ne? Kann ich ja wieder das hier ausrüsten, weil das mehr Angriffskraft ist, aber ich muss ja die Fähigkeit lernen, also muss ich da eine Weile lang ausgerüstet halten, ja. MP Maximum. Schaden von Entfesselungen. Schaden von Limits, 5%, ja. Also nicht. Magische Attacke plus 10. Schnelligkeit hier. Ja, kann mir immer noch was leisten. Schaden von Entfesselungen, warum nicht? So. Alles Gleiche. So, und hier kann man, glaube ich, Musik kaufen, ne? So wie ich das um links sehe. Sehr geil. So, eine Phönix für das für ein Drittel Preis, warum nicht, ne? Ein Fünftel. Ich glaube, ich sollte mal zuschlagen, wenn die so was hier zur Verfügung haben. So, Waffen und so haben sie nicht, ne? Schwarzreif. Ein Moment. Wird schon klappen, glaube ich. Materia haben wir ja nichts, ne? Nichts Neues. Aber ich liebe dieses Lied, auch wenn man das nicht sehr oft hört im Original. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Warum genau haben wir uns eingeschläfert? Findet ihr eine Treppe? Wir sehen uns oben. Im Original haben sie halt nicht gemacht. Es geht los. Was ist denn in dich gefahren? Obwohl, im Original war Tifa, glaube ich, hier an den Ding gekettet, oder? Oder irgendwie so was. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber irgendwie macht das keinen Sinn. Warum haben die uns jetzt eingeschläfert, wenn sie uns sowieso jetzt hier wiederholen? So, im Sinne von, hey, warte mal. Wir merken gerade, dass wir hier vielleicht nicht so in Sicherheit sind und wir hauen jetzt ab im letzten Moment. Keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, wie die Brautschau ablaufen wird. Wenn das so im Original wird, dann kann das ganz schön interessant sein. Weil da konnten verschiedene Leute ausgewählt werden am Ende. Und ja, ich bin mal gespannt, wer hier ausgewählt wird. So, und was dann passiert. Mädels, dann reiht euch mal schön auf. So, jetzt kommt der Don. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Ist so putzig. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich. Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo.
Heißlecken. Da. Sehr schön. Einfach so. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Hohi, hohi. Oh. Sehr geil. Vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ja, so wie ich mir halt vorgestellt habe. Okay, wer soll es sein? Komm schon. Ich hab's. Ich weiß, wen ich nehme. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Hey, wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werd dir die Flügel schon stutzen. Heute Nacht leg ich dich auf dein breites Kreuz. Okay. Oh ja, die Widerspenstig mag ich besonders. Oh, komm schon. Ja. Die anderen zwei überlasse ich euch. Ja. Sauber. Sag, welche nimmst du, Mann? Ich die hier. So, wildes Fältchen. Dann komm mal an meine haarige Brust. Du brauchst dich wirklich nicht zu zieren. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Vergiss es. Oh ja! Diese Masche ist neu. Mehr davon. Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschaum. Mach mir noch mehr Komplimente. Hey, ihr Nasen. Wir haben hier Gäste. Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau. Hey, das ist doch der... War nicht von den Dings, vom Kolosseum? Also dann, meine Damen. Aber der andere... Okay. Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Vier Mann. Also schnell und dann ab zu Cloud. Ich kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Miststück! Warte! Alter! Gut ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen. Banyan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück. Oh, vielen Dank. Alles klar. Ah. Okay, das ist interessant. Wir müssen schnell zu Cloud. Der müsste in Corneos Zimmer sein. So, für den Fall, dass sie irgendwie, weiß ich nicht. Wie macht man das nochmal, das Assi hier? Da. Für den Fall, dass irgendwelche Gegner kommen, tun wir mal Analyse bei Iris rein, ne? Bekommt sie auch mal, weiß ich nicht, eine andere, ja, Frost. Oh, warte, ja, warte mal, mal noch mal hier, Glücksboost, was weiß ich. So, okay, das ist interessant, weil
Ich habe es irgendwie nie geschafft, irgendwie das perfekte. Man konnte sich ja irgendwie ein Kleid zusammenstellen damals, wenn man irgendwie die richtigen Auswahlen immer getroffen hat im Original. Und ich habe irgendwie nie das perfekte Kleid bekommen, immer wenn ich das Spiel gespielt habe. Und deswegen wurde immer entweder Aeris oder Tifa ausgewählt am Ende. Und man landet mit Cloud in diesen Raum und muss diese Typen ja alle besiegen im Kampf und dann Aeris und Tifa retten. Und ich weiß, dass man auch als Cloud ausgewählt werden kann im Original. Aber wie genau das dann abläuft, weiß ich dann auch nicht, ob man dann Aeris und Tifa steuern müsste. Die wären eigentlich in getrennten Zimmern gewesen und ja, deswegen weiß ich nicht. Wie genau hat jetzt auch hier beheilt abgelaufen wäre. Beheilt euch. Ob die anderen überhaupt gewählt worden konnten oder ob das immer so abläuft, ich weiß es nicht. Ich habe auch so gern mit den Mädels gespielt. Die sind sicher schon beschäftigt. Also ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen wäre dann, aber egal, wir nehmen es jetzt einfach so, wie es ist, ne? Man kann ja Kapitel noch mal neu wiederholen, ne? So wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, wurde mir halt irgendwann im Spiel gesagt, habe ich mich irgendwann aus Versehen gespoilert irgendwie. So. Ich habe eigentlich noch nichts irgendwie nachgeguckt so online über Final Fantasy 7, außer diese eine Mission, die ich die ganze Zeit nicht gebacken kriege. Diese Geheimmission, nicht Geheimmission, Kampfmission. Aber ja, da können wir ja, weil ich, wenn ich das nochmal spiele, irgendwie. Habt euch wohl rausgeschlichen? Dann kann ich auch mal gucken, ob ich irgendwie ein anderes Kleid oder so bekommen kann oder so, keine Ahnung. So. So, ich muss Gegner schocken, ne? Jetzt habe ich ja 1 gedrückt gehalten. In der Tales of Serie. In Tales of Vesperia. Oh. So, hast du vielleicht Feuer? Keine Ahnung. Ja, krieg ich nicht geschockt. Aber warte du. Wenn ich mich nicht irre, dann kriegt man die Punkte aber auch. Diese Geschicklichkeitsbonus, wenn ich einfach nur die Angriffe einsetze, ne? Also das hier rückwärts also, ne? Boom. Pass mal auf. Hey, Aeris, wo bist du? Kannst du auch mal angreifen? Boom. Alter, warum hält denn der so viel aus? So. Dann gehen wir nochmal hier hin. Hier war ja was, ne? Und da ist eine Truhe. Nee, da ist nichts Geiles drin. Zornesring. Hi. Zorn hat aber mit dem Status zu tun. Zornesring. Ich glaube, ich sollte ihr auch mal irgendwie was anderes geben. Schutzweste. Stärke um 5%. Ja. Wenn es im Kampf automatisch den Zustand Tobsucht, okay. Ich habe, glaube ich, gerade gesehen, sie hat schon Punkte hier, Geschicklichkeitspunkte bekommen. Also muss ich einfach nur den Angriff einsetzen, ne? Ja, sie muss magischer Diener einsetzen, alles klar. Mache ich es mir ja so unnötig kompliziert. So, hier war sonst nichts, ne? Gut, lass mal Cloud retten, bevor der hier. Wo ist denn dieser eine Raum gerade? Der war gerade irgendwie, also der Raum, wo wir vergast wurden gerade. Bin noch gerade eingegangen, da war nichts, ne? Kommen wir denn noch mal runter? Gar nicht mehr. Ja, am Bücherregal, ne? Kann ich überhaupt nichts machen? Na gut, es war eine Folge halt. Dann weiß aber so ungefähr gleich noch als nächstes kommt. Also ja, Cloud, ich rette dich. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Was wollt ihr? Hier. Ihr seid so, ich muss magischer Diener einsetzen, bevor ich es vergesse.
damit ich vielleicht Tifas Waffe noch mal umändern kann, weil die nicht gerade so toll ist gerade. Okay, was macht er überhaupt? Ich werde vielleicht mal nachgucken. Beschwöre ein Naturwesen, das zeigt mal mit mir, wenn ich keinen Zusatzangriff hinzufügt. Ah, okay, cool, dann hier ist das. Na. Oh. Nein, ich wollte zaubern. Oh, hat sie sogar gemacht. Gut. Da muss ich eigentlich nur die Angriffe die ganze Zeit einsetzen von denen, ne? Ja, Quetzalto. Und ins Gesicht. So, oh, die sind schon hinten. Okay, macht Sinn. Oh, hier ist das. Okay. Ich dachte, er wäre dahinter, wo das Bücherregal war. Aber was ist denn dann hinterm Bücherregal? Keine Ahnung. Aber hier war irgendwie noch was. Na, hier sind überall. Das sieht so aus, als ging es da noch weiter. Ey. Was ist das? Sind noch ganz eindeutig noch irgendwie Orte, die noch nicht erkundet sind. Na gut. Ich weiß, ich lasse mir unglaublich viel Zeit, aber wer weiß, nein, verpasse ich was, ne? Ich wünschte wirklich, ich könnte ein bisschen schneller laufen. Also ich drücke schon R2 oder R1. Aber das ist leider so schnell wie möglich, wie ich hier laufen kann. So. Irgendwas? Nein, alles klar. Gott, nein, Don Cornelio, mach das nicht. Mehr davon, Abstoßender Sack. Schluckelchen! Ich komme. Ey, du Zicke, das hat verdammt nochmal wehgetan. Hey, Kotsch, Sotsch, bring diesem Flittchen mal Manieren bei. Tut mir echt leid, aber deinem Hündchen ist gerade etwas unwohl. Was soll das? Cloud, hier! Oi? Und jetzt? Gleich der Blick. Ja. Hi. Du bist ja ein Mann! Was hat das zu bedeuten? Die Fragen stellen jetzt wir. Was wollten deine Männer in den Slums? Weshalb haben sie da rumgeschnüffelt? Wovon redest du? Hör auf, dich dumm zu stellen. Zum letzten Mal. Was haben deine Leute in den Slums gesucht, verdammt? Rede sonst. Ja. Schneiden wir ihn ab. Jawohl. Nein, bloß das nicht. Ich rede ja. Ich sag alles. Ich sollte einen Typen mit einem Knabennamen suchen. War ein Auftrag. Und von wem? Oh, wenn ich das sage, bin ich tot. Sag es sonst. Denn sonst reißen wir ihn ab. Oh, es war Heidegger von Shinra. Der Leiter der Sicherheitsbehörde. Heidegger. Shinra? Und was wollen die genau? Das kann ich nun aber echt nicht verraten. Ich würde es ja an deiner Stelle lieber mal denn tun. Sonst? Denn wenn nicht, verprügeln wir ihn. Zerquetschen wir ihn. Ja, oder so. So, jetzt kommt die Frage. Es ist euch ernst, was? Dann bleibt mir wohl nichts übrig. Shinra will Vergeltung üben. Und zwar an Avalanche, diesen Terroristen, die den Reaktor angegriffen haben. Die wollen die wortwörtlich platt machen. Und zwar, indem sie den Pfeiler der Platte zerstören. Wie bitte? Schwer von Begriff. Die Platte macht hui! Ba-ba-ba-ba-bam. So wie bei dem Unfall in Sektor 6.
Ihr habt das Trauerspiel doch sicher gesehen, oder? Und im selben Stil gibt's in Sektor 7 wohl bald eine Zugabe. Niemals. Tifa, Cloud, los! Nicht so schnell! Schnauze! Jawohl. Dauert nur einen Moment, versprochen! Hier ist die Preisfrage für euch. Wann sitzt Bösewichten die Zunge besonders locker? Kommt schon, das wisst ihr doch ganz bestimmt. Ja, ich weiß es. Wenn sie sich ihres Sieges sicher sind, wenn sie immer wieder gar nichts kapieren. Das Mittlere. Wenn sie sich ihres Sieges sicher sind, nicht wahr? Oh, ganz genau! Und nun? Tschüsschen. Doch. Reingefallen! Alles klar. Amüsier dich doch mal. Aber ich finde das gut, wie sie. Ja, ich finde die ganze Don Corneo-Sache haben sie gut umgesetzt. Wieder einfach aufgetauchtes Tagchen. Diesen Clip muss ich speichern, den werde ich irgendwann meinen Best-ofs oder so benutzen. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Oh, ich kenne dich. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Die Szene gab es im Original. Viele solche Shinra-Szenen wurden ja irgendwie hinzugefügt, aber die Szene gab es mit Reef und Heidegger. Das Problem ist, Reef wird leider nicht so relevant sein für dieses Spiel. Wo sind wir? Kanalisation. Stinkt ja bestialisch. Na, no, da ist ein guter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen, würde ich sagen, ne? Und ja, in der nächsten Folge machen wir dann weiter und gucken, was hier in der Kanalisation als nächstes passiert. Ich weiß es natürlich schon, also ja, ich warte nur drauf, dass es passiert. Jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.